Herzlich willkommen zurück zu Myst Masterpiece Edition. So sind wir wieder hier. Und wir machen gleich nochmal ein Stückchen leiser. So. Ich muss sagen, ich habe echt Bock jetzt auf diesen Part hier. Auch wenn ich weiß, dass es sicherlich... Ah, das steht sogar noch richtig da. Sehr schön. Auch wenn ich weiß, dass ich ordentlich abfehlen werde. Aber ich habe mir ein Blättchen zurechtgelegt und wir malen uns jetzt einen Weg durch dieses Labyrinth, dieses Höhlenlabyrinth. Zip, zip, zip. Tja. Gab es eigentlich da hinten hinter mir was zu sehen? Nein. Anscheinend nicht. Irgendwas zischt hier auch ein bisschen. Gut. Fahren wir wieder nach unten in die dunkle Höhle. Was ist denn das da für ein Knöpfchen? Ich hoffe, mein Blatt reicht jetzt hier. Ich habe jetzt hier so aus einem Büchlein was rausgerissen. Das ist so ein A5, glaube ich. Naja, egal. Wird schon gehen. Kann man sich jetzt hier schon drehen? Ja, war ja klar. Okay. Jetzt malen wir uns also mal diesen Startpunkt genau in die Mitte auf. So, Ost ist... Geht nicht. Osten geht auch nicht. Da geht's auch nicht. Wäre ja schon mal schön, wenn wir sowieso nur in eine Richtung kommen könnten. Auch nicht. Auch nicht. Westen nicht. Nordwest auch nicht. Ja, das finde ich ja schon mal schön. Somit geht es schon mal nur in eine Richtung. Und wir fahren Richtung Norden. Oh, das war schon wieder das Alien-Geräusch. Das ist mir nämlich schon beim letzten Part aufgefallen, als wir da auch nochmal weggefahren und da war es nämlich so ein Bing. Uah, gut, dass wir das wissen. Ich glaube, das Blatt ist schon zu klein. Ich sehe das schon kommen. Also, vielleicht kann ich hier mit anderen Farben arbeiten. Ja, wenn ich natürlich jetzt hier andere Farben hätte. Ja, rot, 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 rot. Weil eben, als wir ankamen, war das auch schon ein Geräusch. Ich bin mir da nicht sicher. Machen wir jetzt also hier rot, schreibe ich mir unten. Meine kleine Legende ist Alien. Gut. Norden. Ah, vielleicht male ich einfach mit anderer Farbe hier weiter. So. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Süden, da müssten wir ja jetzt eigentlich zurückkommen. Ne? Also, wir sind ja gerade nach Norden gefahren, also müssten wir Süden eigentlich zurückkommen. Also hoffe ich, kann mir jetzt auch anders lang, weil sonst ist das ein bisschen irritierend. Westen geht auch. Das ist sehr gut. Jetzt gucke ich aber trotzdem noch mal einmal hier rüber. Gut, da geht's nicht. Das heißt, wir fahren jetzt mal nach Westen. Mal gucken, was da für ein Geräusch kommt. Ping. Hohes Ping. Haben wir eine andere Farbe für ein hohes Ping? Ich glaube nicht.
Doch, haben wir ein Braun. Ein Braun ist ein hohes Ping. So, malen wir gleich wieder mit der anderen Farbe weiter. So. Ach, warte mal, Leute. Warte mal, was stand jetzt? Ich habe jetzt gerade Richtung Norden. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht, weil jetzt stehen wir ja Richtung Westen. Ich habe gedacht, das steht schon wieder Richtung. Nee, stimmt schon. Weil wir vorhin sind wir nach Norden gefahren, das heißt, es war Richtung Norden dann auch eingestellt. Jetzt sind wir nach Westen gefahren, das heißt, es ist Richtung West. Okay, dann muss ich nur, dann drehe ich das hier mal um. Nicht, dass ich nämlich jetzt hier noch was falsch mache. Gut. Also geht weiter nach Westen geht's nicht. Oh, ich sag schon, das wird echt ein Fail-Part hier. Auch nicht. Genau, Norden geht. Das ist gut zu wissen. Darüber wird es wahrscheinlich nicht gehen. Genau. Darüber geht es, weil es wäre wieder zurück. Genau. Da geht's nicht hin. Da könnte es. Nein, da geht's auch nicht hin. Gut, es hätte nämlich hingehen können. Da hätten wir auch ein bisschen Platz. Da könnte es auch hingehen. Nein, okay. Gut, dann gehen wir nach Norden. Und einmal bitte vorwärts. Mal gucken, was jetzt für ein Geräusch kommt. Muss ich hier beim Fahren auf irgendwas achten? Ich hoffe nicht. Ich achte nämlich gerade auf gar nichts. Das war dieses, wie habe ich das genannt gehabt? Heißt Backtrack, heißt das gleich komplett an den Anfang zurück? Wahrscheinlich, ne? Ich würde nämlich gerne mal wissen, was am Anfang, ob da auch ein Geräusch kommt. Jetzt muss ich erstmal ing aufschreiben. Egal. Warte mal, ich versuche jetzt mal hier zurückzukommen. Wir wissen ja jetzt den Weg. Und da geht es übrigens nach Norden gleich weiter. Das ist interessant. Backtrack. Der fährt jetzt bestimmt zurück. Wir sind jetzt nur eine geradeaus zurück. Ping? Ach, jetzt sind wir doch erst nur beim hohen Ping? Ah, wir können da bestimmt überall aussteigen. Ach, shit, die Kacke. Leute, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu nervig. Warte mal. Oh ja, das habe ich ja total verplant. Warte mal, wir fahren jetzt nochmal ganz an Anfang zurück. Und zwar wäre das Richtung Norden. Wir sind jetzt beim hohen Ping. Das heißt, wir müssen Richtung Osten fahren. So. Dann höre ich mir nämlich an, auch was das da für ein Geräusch ist. Ob das überhaupt ein Geräusch hat, diese Startposition. Jetzt kommt Alien. Genau, schön. Und jetzt fahren wir nach Süden runter. Ja, da hab ich ja gar nicht dran gedacht, dass wir bestimmt auch. Ich habe immer gedacht, wir müssen da irgendwas dann sehen oder so. Aber klar, wir können wahrscheinlich da überall aussteigen. An jeder Haltestelle. Vielleicht kommt ja mal ein Bus vorbei. Wow. War das jetzt der hohe Ping? Oder war das ein normales Ping? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich mache jetzt da mal so ein bisschen Braun mit rein. Weil ich mir nicht so sicher bin. Und
Und zwar können wir jetzt hier aussteigen. Also das müsste unser Start sein. Kannst du mich bitte mal aussteigen lassen? Du kannst mich nicht rauslassen, oder was? Was soll denn das jetzt hier? Wenn ich jetzt Backtrack mache, fährt er mich jetzt wieder. Wo fährt denn der mich jetzt? Fährt er mich jetzt wieder zurück zum Alien? Leute, ich fange jetzt gleich nochmal meinen Speicherplatz an, weil das nervt mich sonst gerade. Ach, oder was ist mit dem roten? Ach, da! Okay, da kann ich unten gar nicht aussteigen, anscheinend. Jetzt hat klar, wir müssen ja erstmal hoch. Dann war das wohl doch ein hohes Ping. Hä? Ja, egal. Ich weiß gar nicht, was dieser rote Knopf da bedeutet. Ich habe keine Mauszeiger gerade. Ich muss mir das jetzt nochmal hier anschauen. So. Wenn ich jetzt da drücke, könnte man jetzt die Tür öffnen? Jetzt kann man sie öffnen. Mach es nochmal zu. Ich will mal wissen, was das hier für ein Knopf ist. Oder bringt der ein ganz. Der blinkt nur so ganz kurz auf. Also. Das ist jetzt unser Start, ne? Genau. Das sieht gut aus. Also nochmal rein. So. Und jetzt gehen wir nochmal runter. Jetzt hören wir nochmal ganz genau auf das Geräusch. Ja, ich bin mir immer noch so sicher. Ich glaube, es ist der hohe Ping. So. Vorwart, genau. Einmal bitte zum Alien. Jetzt drücken wir gleich mal den roten Knopf, weil ich mal wissen will, was das hier passiert oder ob mich das einfach wieder ganz zurückbringt. Alien, genau. Ach, da kann ich mir nochmal das dann anhören. Okay, das finde ich sehr gut zu wissen. Okay, also beim Alien kann ich nicht aussteigen. So. Genau. Jetzt fahren wir Richtung Westen. Dann können wir uns nochmal das Ping anhören. War jetzt auch das andere das hohe Ping? Ich kann das nicht. Ich muss erst das tiefe Ping wieder hören, damit ich weiß, welches hier welches ist. So, jetzt haben wir das alles gemacht. Das heißt, jetzt können wir nach Norden fahren. Ach so, kann ich jetzt hier. Nein, sorry, ich wollte hier hindrücken. Kann ich jetzt hier aussteigen? Ich weiß es ja nicht, ne? Weiß ich nicht. Irgendwann, vielleicht sehe ich das dann auch, wenn ich da aussteigen kann. Was ist denn, wenn ich das hier so einstelle und hier versuche auszusteigen? Nur mal so als Test. Genau, okay, guter Test. Norden haben wir gesagt. Und jetzt mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Ich brauche noch eine vierte Farbe, ich habe keine. Ach, da waren wir ja vorhin dann nämlich. Dieses Dü. Genau, dafür brauche ich jetzt erstmal eine andere Farbe. Dü, dü, dü. Also ein Dü haben wir jetzt auch eine Farbe. Das heißt, Richtung Norden würde es sogar weitergehen. Dahin nicht. Oh, nach Osten geht es auch, was sehr interessant ist, weil es beim Alien nicht nach Norden ging, aber das wäre jetzt eigentlich genau die gleiche Ebene. Okay.
okay, da nicht hin, das war klar. Dahin geht es, weil das ist unser Weg zurück. Dahin nicht. Dahin auch nicht. Da wahrscheinlich dann auch nicht. Genau. Gut, dann gehen wir jetzt, also wir hatten jetzt zwei Wege. Dann gehen wir jetzt erstmal, ich mache jetzt hier mal so ein. So, damit ich es merken kann, jetzt gehen wir hier erstmal nach Norden. Da fahren wir jetzt eine Kurve, das ist interessant. Und noch eine. So, dass wir eigentlich fast schon wieder gerade sind. Das werde ich mir gleich mal aufmalen. So. Was war das jetzt für ein Geräusch? Aha, hier gab es kein Geräusch. Dann steige ich hier doch mal aus, oder? Jetzt male ich mir hier erstmal schnell die Kurven auf, sonst verpeile ich das. Hier gab es eine große so Kurve und eine kleine. So in der Art. Und ohne Geräusch. Ohne Geräusch male ich jetzt mal so einen Punkt. Ha, schau. Ohne Geräusch. Gut. Stifte weg. Und bitte lass mich jetzt aussteigen können. Nee. Das ist jetzt aber kein Spielfehler oder so, ne? Also ich. Was sind das hier für ein Ding hier unten? Nee, kann ich nicht. Aber kein Geräusch. Gut, kein Geräusch. Ist kein Problem. Nach Norden können wir nicht weiter. Da auch nicht hin. Das schreibe ich jetzt nochmal auf. Das hier ist kein Geräusch. Da brauche ich ja noch mehr Farben. Das ist ja. Wie viele Geräusche sollen denn da kommen? Das ist klar, weil das ist nämlich der Weg zurück. Da auch nicht. Vielleicht geht es hier auch gar nicht weiter. Jetzt bleibt uns noch eine Möglichkeit. Auch nicht. Ja, dann ist hier kein Geräusch und hier geht's auch nicht weiter. Also bitte wieder zu Süden. Fahren wir wieder zurück. Also wir können einmal Backtrack machen, ne? So, wenn jetzt euch die Kurven kommen, dann fahren wir auch wirklich wieder zurück. Dann muss ich hier nämlich nicht doof rumstellen. Genau, Richtung Süden. Eine kleine Kurve bitte. Und eine Kurve. Groß. Ach, das sind beides sogar zwei große. Noch nicht ganz. Keine Ahnung. Passt schon so. Und jetzt bitte das G. Gut, weil dann habe ich mich nur nicht verlaufen. Dann fahren wir jetzt nach Osten. Genau. Die CD geht auch mal wieder ganz schön im Laufwerk ab. Ich hoffe, das funktioniert ja alles. Komisch, dass wir nur geradeaus fahren, weil da, wie gesagt, eigentlich der Alien ein bisschen im Weg ist. Aha, hier ist auch der Alien. Ich wollte ja gerade sagen, der Alien. Ach nee, das ist gar nicht Alien. Das ist nochmal Jean? Oh, ich komme hier schon voll durcheinander mit diesen ganzen blöden Dingern. So, lässt du mich raus? Nein. Also nochmal Jean? Aber wie gesagt, da ist eigentlich ist da der eine Weg vom Alien im Weg. Merkwürdigerweise. Naja, er soll uns ja nicht stören. Nach Osten geht es sogar weiter. Obwohl da der Weg. Naja, ist ja auch wurscht, ist ja auch wurscht. So, da nicht. Sorry, wollte ich nicht. Warte mal, jetzt muss ich das einmal auch mal da. Genau, da geht's auf jeden Fall gar nicht hin, weil da ist auf jeden Fall der Alien. Jetzt habe ich es ein bisschen blöd gemalt. Also dahinter würde der Alien liegen.
die Alien-Station. Da geht's auch nicht hin. Nach Westen würden wir zurückfahren. Habe ich jetzt Vorwart gemacht? Was? Wollte ich doch gar nicht. Habe mich jetzt verdrückt? Kommen wir jetzt wieder zum Jing? Was ist das denn? Dann mache ich jetzt gleich wieder Backtrack, Mensch, hier. Ja, Backtrack, komm weg hier. Wieso fährst du jetzt nach Süden, Junge? Nee, nach Norden. Wieso fährst du jetzt nach Norden? Hallo? Was soll denn das jetzt hier? Nee, nach Süden fährt er jetzt gerade, genau. Ja, ich will nicht zum hohen Ping, Junge. Oh, verdammte Axt. Ich wollte doch nur Backtrack im Sinne von... ja, zum Chingy-Ching. Gut, dann machen wir es halt selber, wenn du das nicht hinkriegst. So, nochmal Ching, bitte. Ich möchte mich jetzt hier nicht aufregen. Ching. So, dann bitte jetzt einmal nochmal nach Osten. Ohne Abkürzung. Jetzt hier rüber. Genau. Wie gesagt, da, wo wir eigentlich gar nicht hinkommen, weil da das Alien liegt, aber ist ja auch egal. So, jetzt nochmal. So, und nach Osten könnten wir nämlich auch weiterfahren. Jetzt schauen wir aber nochmal, ob wir. Ching, genau. Ob wir da oben noch langfahren könnten? Da nicht. Und nach Norden kommen wir dahin. Nach Norden kommen wir. Interessant. Das passt ja auch, weil da sind wir diese Kurven gefahren. Dann fahren wir doch jetzt erstmal einmal nach Norden. Ich habe das jetzt hier ein bisschen doof gemalt, aber ist ja egal. Norden. So. Okay. So, jetzt mache ich das hier mal wieder korrekt auf. So. War ja auch wieder kein Geräusch. Das heißt, dann kommen wir hier wohl auch nicht weiter. Oder wir können jetzt mal aussteigen. Mal auf, kein Geräusch. So. Und kommen auch nicht raus. Muss ich hier noch irgendwas machen, um da mal auszusteigen? Nee, ne? So, was sind das hier eigentlich? Vielleicht blinkt das ja auch dann, wenn wir irgendwie. So, nach Norden geht's nicht weiter. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Hallo, ich will gar nicht vorwärts drücken. Da müssten wir, genau, da kommen wir zurück. Da nicht. Da auch nicht. Zeig mir noch den letzten. Könnte, genau, geht eigentlich nicht, weil da ist nämlich der andere ohne. Ja gut, dann können wir wieder nur zurück. Wenn ich jetzt Backtrack mache, dann bringt er mich auch einfach nur zu meinem Ching zurück, ne? Komm, stell dich nach Norden ein und fahr bitte. Jetzt steht da gar nichts, aber gut. Ich glaube, wir hatten gerade nach Norden geklickt. Kommt zum Ching raus und dann fahren wir nach Osten nochmal. Genau. Gut, fahren wir dahin. Osten. Mal gucken, welches Geräusch jetzt kommt. Übrigens müssen wir uns auch mal merken, in dem Buch stand irgendwas bei diesem Zeitalter von wegen.
Das ist das tiefe Ping, ne? 14 statt 18. 14 statt 8. Falls uns das mal irgendwann. Das ist tiefe Ping. Das heißt, dann war der Startpunkt auch hohe Ping. Wo ist jetzt mein Braun? Hallihallo. Da ist es. Nee, das ist grün. Sitze ich drauf? Ja, ich sitze drauf. So. Ja, mein Hintern ist halt auch ein bisschen, ne? Ich bin eine Frau. So. Dann ist nämlich der Startpunkt auch hohe Ping gewesen. Da können wir schnell hier braun anmalen. Und das ist jetzt tiefes Ping. Genau. Machen wir tiefes Ping, machen wir jetzt blau. So. Gut. Okay, nach Osten geht's nicht weiter. Da auch nicht. Nach Süden würde es gehen. Okay, dann sind wir wieder neben dem Alien. Nach Westen, genau, gehen wir zurück. Geht's auch wieder nach Norden, wahrscheinlich da, wo kein Ton ist. Nein, geht's auch nicht hin. Okay. Ach so, einmal noch darüber. Aha, nach Nordost geht's auch. Ja, dann fahren wir doch erstmal nach Nordost. Eine Kurve, eine leichte nach links. Fast schon ein bisschen schräg. Okay. Hohes Ping. Also hier, ah ja, da sind wir jetzt um den anderen herumgefahren ohne Ton. So. Ein hohes Ping. Nochmal check. Genau. So. Halt! Jetzt habe ich es natürlich falsch gemalt. Habe ich an Norden dran gesetzt gerade. Das ist den Strich. Da ist aber hier dran. So und so. So. Und jetzt hier nach. Oh, warum kann ich denn jetzt gerade nicht malen? Bin ich ein bisschen blöd? Wahrscheinlich, ne? So, Kurve und jetzt Richtung Nordost. So ist es richtig. Jetzt gucken wir noch mal einmal hier. Halt, jetzt steigen wir noch mal, versuchen wir noch mal auszusteigen. Okay. Da geht's nicht weiter. Nach Nord. Nordwest? Warte mal ganz kurz. Ich bin doch eben nach. Können wir mal ganz kurz. Bin ich jetzt gerade bescheuert? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zurückfahren. Wir sind doch gerade. Ich dachte, wir sind jetzt gerade Nordost gefahren. Ich mal mir das danach noch mal sauber auf hier. Sorry, wir müssen gleich sowieso Ende machen, weil ich nehme hier schon wieder, glaube ich, über eine Stunde, halbe Stunde auf. Sorry, Leute. Irgendwas habe ich jetzt gerade nämlich falsch aufgemalt. Und zwar Nordost. Ach so, doch, dann habe ich es doch das erste Mal richtig gemalt. Weil wir darüber gefahren sind, standen wir dann also Richtung Nordwest. Ja gut, dann fahren wir nochmal. Dann habe ich es doch das erste Mal. Siehst du? Ja, dann machen wir das. Ich muss es dann auch nochmal sauber malen. Okay, dann kommt jetzt also doch hier der Bogen. Und der Bogen führt uns dann hier rüber, dass wir Richtung Nordwest dann stehen. Ping. Genau. So, kritzel, kritzel, kritzel. Nordwest. Nordwest geht es dann nicht weiter. Jetzt sind wir wieder richtig. Nach Norden geht es weiter.
Wir sind jetzt also gerade, wir haben eine Kurve gemalt über die beiden, die ohne Ton waren. Nordosten geht nicht. Nordosten geht nicht. Osten auch nicht. So, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen verplant. Das sind jetzt zu viele Sachen. Da müsste es hingehen, weil da kommen wir zurück. Genau. Südost. Süden geht nicht. Da geht's auch nicht hin. Dann zeigt mir jetzt nochmal Westen an. Auch nicht. Schön. Gut, dann komm, dann fahren wir nochmal einmal in den Norden jetzt. Das war jetzt Huaping, ne? Genau. Nochmal in den Norden weiter. Jetzt hoffe ich doch mal, jetzt könnte doch da mal was passieren, bitte. Sind wir jetzt gerade eine Kurve gefahren? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Okay, vielleicht ist ja auch hier wieder Endstation sozusagen. Norden. Nordost. Ost. Südost. Süden wäre dann zurück. Südwest. West. Nordwest. Ja, genau. Und Norden ging auch nicht. Das heißt, dann sind wir jetzt hier wieder. War hier, gab es hier einen Ping? Nein, ne? Genau. Überall, wo es dann nicht weitergeht, also Endstation, ist dann. Ja, kein. Also, Endstation ist immer kein Ton. Aber ich will ja trotzdem, man könnte jetzt sagen, okay, dann müssen wir das nächste Mal keinen Ton einfach gar nicht gucken. Aber das machen wir trotzdem. Weil man weiß ja nie, ne? Weil das Spiel kann ja auch einen Bug haben. War das Lampen, die Lampen hier schon immer so an? Und warum kann ich dann nicht aussteigen, wenn es eine Endstation ist? Und was zischt hier? Tja, Leute, ich mache jetzt hier einen Cut. Wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt sehr lange aufgenommen. Ich werde mir das jetzt nochmal schön malen, weil ich ja jetzt hier ab und zu gerade mich verkrackelt habe. Mal mir das nochmal schön auf. Und dann könnten wir das nächste Mal, das war bei dem tiefen Ping, da wo wir jetzt gerade diese Kurve nach eigentlich erst Richtung Nordost und dann sind wir aber Nordwest rausgekommen, da konnten wir nämlich auch nach Süden fahren. Das habe ich mir jetzt hier nochmal markiert. In schönem Grün, weil Grün hatte ich jetzt noch nicht. So, da können wir das nächste Mal hinfahren. Und ich hoffe, dass wir halt, wie gesagt, jetzt mal irgendwann hier aussteigen können und wenigstens mal eine Seite finden oder so. Ja? Also es wäre ganz praktisch. Ja. Dann. Falls ich irgendwas falsch mache, ne? Also der das Spiel kennt, falls jetzt hier irgendwas falsch ist, ich denke nicht, ich mache es schon jetzt richtig, ne? Ich male mir das auf und so. Aber falls jetzt hier irgendwas hilfreich wäre, sagt mir das ruhig. Falls ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, man weiß es ja nie. Dann, ja, sehen wir uns morgen wieder und ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.